Hallo alle zusammen. In meiner letzten Instagram-Umfrage ging es darum, was ihr gern bei YouTube sehen wollt. Und da kam unter anderem dabei raus, dass ihr sehr gern etwas zum Thema Wissenswertes hier sehen wollt. Und ich dachte, ich mache mal ein Video hier im Wald, zeige euch, welche Brennweiten für die Waldfotografie ganz interessant sind, gerade wenn du Landschaft oder auch Menschen kombiniert miteinander fotografieren möchtest. Und warum ich sie empfehle, denn ich bin hier nicht an einem großen bekannten Spot. Ich bin hier im Stadtwald in der Nähe von meinem Wohnort. Das heißt, es ist ein Spot, der quasi überall sein könnte. Das muss nicht im Gespensterwald oder in Bayern irgendwo sein. Es lohnt sich, meine Tipps mal auszuprobieren und vielleicht wirst du auch erkennen, warum ich diese beiden Brennweiten dafür so sehr liebe. Also viel Spaß. Bevor wir jetzt mit den beiden Objektiven anfangen, die ich euch zeigen möchte für die Waldfotografie, muss ich grundsätzlich sagen, dass es erst einmal egal ist, welches Objektiv du verwendest, wenn du deine dementsprechende Idee verfolgst und umsetzen möchtest. Also wenn du Wildlife fotografierst, wirst du wahrscheinlich was ganz anderes verwenden, als ich dir hier jetzt vorstellen werde. Wenn du Astrofotografierst über den Wald mit einem See oder so, wirst du auch wieder was ganz anderes verwenden, als ich dir hier vorstelle. Also es kommt sehr darauf an, was du fotografieren möchtest, was deine Bildidee ist und dementsprechend wirst du auch die Gläser auswählen, wirst dementsprechend auch fotografieren gehen. Ich habe mich für zwei Objektive entschieden, die für meine Begriffe sehr flexibel trotz allem einsetzbar sind, auch wenn das Festbrennweiten sind, aber es kommt ja eher auf die Bildwirkung, auf die Brennweite an. Ich bin ja auch in keinem besonders tollen Ort. Ich bin nicht am Gespensterwald oder in Bayern irgendwo in den Bergen, an einem See, sondern ich bin ganz normal hier in einem Stadtwald. Das heißt, den hat fast jeder irgendwo ums Eck und man kann vielleicht auch die Idee recht gut dort umsetzen, je nachdem, wie stark frequentiert das Ganze mit Spaziergängerinnen und Spaziergängern ist. Aber grundsätzlich, solange du ein bisschen was an Wald hast, eine Baumallee oder so, sollte das Ganze schon sehr gut funktionieren. Zumindest für Übungszwecke sollte das auf jeden Fall in jedem Ort gut umsetzbar sein. Kommen wir gleich zu meiner Idee, bevor ich lange um den heißen Brei herumrede. Ich habe hier das Sigma 105er mitgebracht. Und zwar mag ich dieses Objektiv sehr, nicht nur aufgrund seiner Offenblende, sondern auch aufgrund der Bildwirkung. Denn eine Festbrennweite um die 100 mm hat natürlich schon einen sehr speziellen Look, einen sehr krassen Look, je nachdem, wie du es eben einsetzt, wie du es verwendest. Und offenblendig sowieso nochmal ein ganz tolles Bokeh, ganz tollen Bildlook. Aber es kommt gar nicht so auf das Bokeh an, sondern eher auf die Bildwirkung. Und die ist mit einem Teleobjektiv nochmal ein bisschen komprimierter als mit den 50 mm Linsen. Alle, die ein 70-200 Teleobjektiv haben, die wissen, denke ich, was ich meine. Je mehr du hineinzoomst mit dem Objektiv, desto komprimierter wird das Foto. Das heißt, gehst du auf 200 mm hinein, hast du eine sehr starke Komprimierung im Bild. Das muss man mögen, das muss auch dein Look sein, wenn du das möchtest. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man um die 100 mm eigentlich noch einen recht guten Kompromiss hat zwischen, ich sehe noch genügend vom Rest des Bildes, wo ich da wirklich bin. Habe ein bisschen freigestellt, die Person oder was du fotografieren möchtest, deinen Hund beispielsweise oder dein Kind. Du hast aber immer noch genug auf dem Foto, um zu zeigen, wo sich das Ganze befindet. Deshalb bei mir die 105er Linse hier, auch wenn es ein echter Trümmer ist, mit Offenblende 1,4 muss man aber nicht offenblendig benutzen. Im Gegenteil, da blende ich auch sehr gern ab auf 2,8 oder 3,5, um ein bisschen mehr Schärfe im Bild zu haben, um auch ein bisschen mehr zeigen zu können, wo ich eigentlich bin. Und das Ganze geht aber auch mit günstigeren Linsen. Also wenn du beispielsweise ein 70 bis 300 mm Objektiv hast oder wenn du eine APS-C-Kamera hast, dann hast du auch eher eine Kompromisslinse von 70 bis 300 oder 100 bis 400 mm. Dann geht das auch. Die Blendenwerte sind erst einmal egal, wenn du das Ganze auf Stativ verwendest, beziehungsweise wenn du das Ganze sowieso am Tag verwendest und keine super Lowlight-Performance brauchst, dann ist das erst einmal zu vernachlässigen. Wenn du ein 100 mm Makroobjektiv hast, kannst du das Ganze aber auch wunderbar als Kompromiss miteinander kombinieren. Das heißt, du kannst zum einen schöne Details im Wald fotografieren, also Blätter, Käfer, was auch immer an Kleinigkeiten da herumkriecht. Und du kannst das Ganze als Telelinse verwenden, also als Porträtlinse auch gut einsetzen. Meistens sind diese Objektive auch sehr offenblendig, aber wie gesagt, darauf kommt es gar nicht an. Du kannst aber auch das Ganze dann sehr gut für die Waldfotografie einsetzen. Also du fotografierst da den Wald, stellst deine Person rein oder deinen Hund. Und die Objektive sind meistens auch ein bisschen leichter als das hier. Also du bist viel kompakter unterwegs, gerade wenn du längere Zeiten wandern möchtest, dann lohnt es sich vielleicht eher, auf eine Makrolinse mal zu schauen, die im Telebereich liegt, weil dann kannst du beides miteinander kombinieren, hast ein Glas dabei und kannst beide Welten sozusagen damit vereinen. Und als zweites Objektiv empfehle ich dir etwas um die 24 mm. Mich filmt gerade eben das Sony 24er Blende 1.4. Das muss es aber nicht sein, das kann auch eins mit 2.8 Blende sein, das kann auch ein 20er sein, das kann auch ein 28er Objektiv sein. Aber so um den Dreh herum, um die 24 mm sollte das schon sein, weil damit kannst du noch mal ganz anders zeigen, wie der Wald aussieht, wie die Person auch eingebunden wird, die du hinstellst. Wie gesagt, auch deinen Hund oder dein Kind oder Familienbilder kann man damit wunderbar machen, weil du noch viel mehr von der Landschaft zeigst, noch viel mehr von dem Ringsherum quasi, wo ihr euch oder wo du dich befindest.
Und du kannst auch noch ein bisschen mehr von den Bäumen einfangen. Das heißt, du kriegst vielleicht sogar die Baumspitze mit drauf, wenn es nicht ganz so hohe Bäume sind oder wenn du weit genug weggehst. Da kann man richtig coole Effekte mit erzeugen, hat eine ganz andere Bildwirkung als mit den Teleobjektiven. 24 mm ist natürlich kein Ultraweitwinkel-Look. Es ist ein Weitwinkel-Look und Ultraweitwinkel, gerade wenn du Personen fotografierst, habe ich das Gefühl, sehen dann ein bisschen komisch aus, weil die Bäume dann komisch wegknicken, sich verbiegen und ich finde diesen Effekt jetzt nicht unbedingt schön. Klar, das kann dein Stil sein, wenn du das möchtest. Ich persönlich mag das gar nicht, dann nehme ich eher 24 mm und gehe noch ein bisschen weiter weg, um ein bisschen mehr drauf zu bekommen. Aber tiefer in den Brennweiten würde ich dann nicht gehen, einfach weil das Ganze für mich immer ein bisschen komisch aussieht, gerade im Wald. Dann vielleicht eher auf 50 mm gehen, einfach noch ein bisschen mehr Komprimierung ins Bild reinzubekommen. 24 mm kann man nicht nur deshalb gut einsetzen, sondern auch, weil du ein bisschen näher gehen kannst. Das heißt, wenn du jetzt nicht nur alles zeigen möchtest, sondern vielleicht so einen Headshot machen möchtest von einer Person, auch mitten im Wald, sieht das richtig geil aus. Auch bei Blende 2.8 sieht das richtig geil aus. Je nachdem, wie du gerade deine Kamera hältst, welche Position du hast, kann das wirklich einen sehr coolen Look erzeugen. Also da kommt es ein bisschen darauf an, was du an Kreativität auch einsetzt, um dein Bild zu erzeugen, was du machen möchtest. Aber 24 mm finde ich sind da wirklich eine sehr gute Alternative, um flexibel zu sein, um zum einen mehr zu zeigen, wo du bist und zum anderen, um die Person auch mehr in das Geschehen, in die Landschaft noch mehr einzubinden. Worauf solltest du achten, wenn du jetzt in den Wald gehst und einen Waldweg dir gesucht hast, der gut ausschaut, der als Motiv sich gut eignet, um das Bild auch wirklich gut aufnehmen zu können? Ich empfehle dir da immer zu gucken, wann die Sonne aufgeht und wann die Sonne untergeht. Denn wenn du eine Baumallee hast, wo von der Seite das Licht schön einfallen kann, vielleicht zum Sonnenaufgang, dann lohnt es sich, zur goldenen Stunde dort zu sein, um da eine Person reinzustellen. Und dann, wenn das gleißende Licht von der Seite kommt, dann vielleicht mit Stativ gleich zu arbeiten, damit du auch safe bist, was die Position in dem Bildausschnitt angeht. Dann bist du direkt am Spot und kannst direkt loslegen. Also da lohnt es sich vielleicht mit Apps oder so, mit Google ein bisschen zu schauen, wann geht die Sonne auf, von wo kommt die Sonne, um dann sicher zu sein, deine Person steht gut, du hast den guten Bildwinkel ausgewählt und du kannst mit der Perspektive auch wirklich gut arbeiten. Das Gleiche kann sich aber auch im Sonnenuntergang lohnen, je nachdem eben an welcher Location du gerade bist. Ich hatte das Gefühl, dass beim Gespensterwald beispielsweise Sonnenuntergänge immer viel schöner aussehen als Sonnenaufgänge. Hier im Stadtwald ist es genau umgedreht. Die Sonnenaufgänge kommen quasi von hier drüben. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Allee fotografiere, hier reinwärts, dann lohnt es sich zum Sonnenaufgang eher da zu sein oder im Herbst. Je nachdem, wie das Licht fällt, vielleicht ein bisschen Nebel noch mit drin, aber auch mit Schnee, klar. Kann man auch machen. Bei Schnee ist es meistens fast egal, von wo das Licht kommt. Hauptsache, du bist erstmal sehr früh da, damit du nicht beim Tageslicht fotografieren musst. Also da kommt es einfach auch darauf an, was du in deinem Foto erzeugen möchtest, zu welcher Jahreszeit. Ich habe jetzt nochmal die Kamera in die Hand genommen, um dir zu zeigen, was ich meine. Hier hinten, dieser Waldweg, eignet sich wirklich recht gut, um diese Baumallee gut in Szene zu setzen. Das heißt, wenn du dafür ein Teleobjektiv verwendest oder eben das 24er, was mich gerade filmt, kannst du auch richtig geile Headshots machen, also so wie ich gerade eben schaue. Wenn es ein bisschen dunkler wäre, das Licht von der Seite kommt, so ein bisschen Sonnenaufgang oder Untergang. Das sieht schon richtig cool aus. Und dafür muss ich nicht in Bayern sein oder am Gespensterwald oder irgendwo, sondern das kann man auch hier in einem Stadtwald machen. Kommt eben nur darauf an, was du machen möchtest und welchen Look du, wie gesagt, erzielen möchtest. Nicht jeder von euch fotografiert nur für Instagram oder für Social Media oder Web. Aber natürlich ist die Frage des Bildausschnittes, also des Formates, nochmal eine sehr wichtige. Ich habe das Gefühl, dass Querformatbilder nicht so gut aussehen wie Hochformatbilder und das hat gar nichts mit Instagram zu tun, sondern eher mit dem, was du zeigen möchtest. Im Hochformat kann ich viel besser zeigen, wie groß die Bäume sind, beziehungsweise kann auch links und rechts gut abgrenzen, wo die Bäume quasi beginnen, wo die Baumreihe aufhört und wo in der Mitte dann der Weg ist. Das finde ich sieht im Hochformat schöner aus, gerade wenn du Personen fotografierst, dass quasi nach oben alles gezeigt wird. Im Querformat, klar, das kann man auch machen. Da habe ich aber das Gefühl, sieht es ein bisschen komisch aus, wenn man dann sehr viel vom Untergrund drauf hat, sehr viel vom links und rechts und gar nicht mehr so in der Höhe auch, weil du willst auch den Wald zeigen und nicht nur Baumstämme, die quasi irgendwie nach 2 Metern aufhören. Hauptsache die Person ist drauf. Also da empfehle ich dir, im Hochformat zu fotografieren. Probier das Ganze aus. Du wirst selbst schnell herausfinden, was gut aussieht und was nicht. Und klar, müsste man auch mehr im Querformat fotografieren, wenn man jetzt nicht nur für Social Media unterwegs ist. Aber in dem Fall muss ich sagen, Hochformat sieht er für mich einfach besser aus. Also probier das einfach mal aus und schreib mir gerne in die Kommentare, welches Bildformat dir da besser gefällt. Querformat, Hochformat, quadratisch. Schreib es mir gerne in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich hoffe, ihr geht jetzt raus in den Stadtwald in der Nähe, wo auch immer ihr wohnt. Nehmt vielleicht eine Telelinse mit, nehmt eine Kitlinse mit, irgendwas, was ihr da habt und probiert das mal aus und schreibt mir gerne eure Erfahrungen hier unter dieses Video, das würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!